Willkommen zu Super Metroid, dem neuen Projekt. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen Metroid-Teil gespielt und es hat mich auch nie interessiert, außer Samus ohne Anzug, wenn ihr versteht. Egal, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich viel failen. Hier. So. Ja, genau. Ihr durftet wählen. The last Metroid Der letzte Metroid in ist in custody. Gefangenschaft. The galaxy Es ist awaits wieder you. Frieden in im Universum. Schön. Auf Zebes bekämpfe ich die Metroids oder sowas. Ach, keine Ahnung, mach weg. Ich will nicht. Ja, ihr dürftet ja wählen und Metroid wurde, glaube ich, 4, 5 Mal gewählt insgesamt. Und da habe ich mir gedacht, ja komm. Ach so, und die Anführer Mother Brain. Ah, ich kenne Mother Brain nur aus Dings hier. I wanna be the guy. Als nächstes musste ich die Metroids auf ihrem. Oh, komm schon. So. Heimatplaneten SR388 ausrotten. Oh. Da kann ich mich jetzt hier bewegen? Nee, auch nicht. Ein letztes Exemplar der Metroids brachte ich zur Forschungsstation Geras. Ja. Sehr interessant, da ist so ein Metroid-Dings, das sind diese komischen Quallen. Nicht Quallen, wie. Ach, doch, sie sehen ein bisschen so aus wie Quallen, finde ich. Dort entdeckte man die Metroids als Alternative. Energiequelle, verdammt. Boah, ich habe keinen Bock auf Intro. Nachdem ich Geras verlassen hatte, tut mir leid, ich spür's hier vor, erreichte mich ein Hilferuf. Die Forschungsstation wurde angegriffen. Ah, ach so, jetzt geht's los. Gut. Ich bin sehr gespannt auf Metroid, denn ich habe es halt, wie gesagt, noch nie so ein Metroid-Teil gespielt, weil mich das immer nicht so interessiert hat. Space Colony ist eigentlich das einzige von Nintendo, was mich nicht interessiert. Metroid. Egal. Also, ich bin sehr gespannt. Was? Damit können wir schießen. So, hier geht's durch, oder was? Ja, okay. Also, es wird, denke ich mal, ziemlich lustig, wie ich mich hier anstellen werde. Kann man irgendwie rennen oder so? Ah, damit kann man rennen, okay. Alles klar. Wir überschießen nochmal der hier, okay. Okay. Gut, wir machen jetzt hier Blind Speedrun. Sehr gut. Oh, die sind alle tot. Hallo, ihr Arschlöcher. Steht auf. Kann man irgendwie. Ah, man kann da unten schießen. So, habe ich denen nochmal das Hirn weggeballert, damit die jetzt erst recht schön in Ruhe schlafen können. Die kleinen Kiddies. So, die Frage ist jetzt nur, was ist hier passiert? Denn irgendwie. Oh, hallo. Kann ich irgendwie. Hallo? Oh, ach, ach du Scheiße! Stirbst du. Warte, ich denke mal, das ist jetzt so ein Einführungsboss, oder wie? Ach du Scheiße! Geh nach Hause, Junge! Kann ich mich irgendwie ducken oder rollen oder so? Ich denke nicht, also ich weiß jetzt nicht, ich habe auch keine Erklärung hier oder so und ich bin gleich tot. Nicht, töte mich nicht. Ich will nicht sterben. Ey, jetzt im Ernst. What the fuck? Ach so, der. Was? Was? Sofortige Evakuierung der Raumstation. Ach, okay. Toll. Das kommt jetzt natürlich sehr schön und passend. Also finde ich echt geil, dass ihr das so macht. Hier nicht, okay. Dann halt nicht. Also den ganzen Weg wieder zurücklatschen jetzt von eben oder was? Nun liest man einem gewissen Tempo. Ich glaube, von dem Rauch darf ich vielleicht gar nicht getroffen. Aber ja, okay, ich wusste es doch. Aber ich muss ja mal reinspringen, ne? Ich muss es ja wieder ausprobieren. Wieder so typisch. Aber okay, einfach durch. Ich habe keinen Plan von dem Spiel, deswegen. Wahrscheinlich gibt es so viele Steuerungssachen. Wow! Bewegt sich ja alles. BT. What the fuck? What's going on here? Oh, ach so, okay. Ah, geschafft.
Oh nein. Lass nicht kaputt gehen, komischer Metallschrotterhaufen. Och. Gut. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt was zu tun haben, dass es jetzt kaputt gegangen ist, oder ob das dieses Monster einfach war. Planet Cebes, okay. Sieht so aus wie der Urinplanet irgendwie. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, ihr habt gar nichts gehört, finde ich. Also gut. Rein da. Rein in den Planet. Ja, rein. Wer weiß. Vielleicht fliegt ihr wirklich rein. Das sieht nämlich schon mal so aus irgendwie. Okay, was nu? Aha. Ja, und jetzt muss ich einfach. Okay. Schaut hier ziemlich. Wie, ich komme nicht durch. Moment, da komme ich doch bestimmt hoch. Nee, komme ich nicht. Okay. Dann nach links oder wie? Oder was? Ach so, ja, stimmt, ich kann ja da oben auf die Karte gucken. Oh, ich bin ja auch ein intelligentes Lebewesen. Oh, abknallen. Okay. Knallen ist gut, ballern. Immer schön. So. Kann ich auch was mit R oder so machen? Nee, irgendwie nicht. Select. Nee, irgendwie nicht. Muss man dafür runter. Okay, aber kann ich das nicht aufknallen hier? Gott. Also nicht beleidigen oder so. Ich kann das Spiel wirklich nicht und ich kenne es auch nicht wirklich. So, was hier. Ich weiß nicht, ob die verschiedenen Öffnungen, die verschiedenen Farböffnungen irgendwas zu bedeuten haben. Kann ich mich hier nicht irgendwie durchrollen? Ich bin der Meinung, man kann sich doch bei Metroid irgendwie so rollen oder so. Das kann die doch. Irgendwie sowas weiß ich doch schon. Achso, die gehen gar nicht auf. Okay. Ne, nicht okay, das ist jetzt doof. Oh Gott. Mhm. Also ich glaube, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass das hier mehr ein Fuck, ein Fail-Projekt wird. Oh Gott, das heißt doch bestimmt, dass ich hier irgendwie wieder hoch muss. Und dann wird es bestimmt lustig. Die Frage ist jetzt nur, wie weit geht's hier runter? Ach du Scheiße. Okay, ich rechne so fest damit, dass ich da wieder hoch muss, weil das sonst. So, sind das Zacken oder darf ich das nicht berühren hier? Okay, ich darf berühren. Super. Aber ich sollte eigentlich nicht so viel ausprobieren, denke ich mal. Wenn ich mir nicht sicher bin. Wow. Okay. Was gibt's? Kann ich das. Kann ich das auch kaputt machen? Nee. Ja, was ist denn jetzt dann? Hallo? Hallo? Ja, muss ich jetzt wieder hoch, oder? Nee, verarscht mich nicht. Ich muss nicht wieder hoch. Ihr lügt. Ihr lügt! Oh nein. Mhm. Ja, kannst du mal hoch? Dankeschön. Ich bin ja richtig, weil ich komme nicht mehr zurück. Einerseits schätze ich, dass ich nicht zurückkomme, aber andererseits ist es gut, weil ich muss ja eigentlich richtig sein dann. Und ich kann auch bestimmt Waffe wechseln. Komm. Ah, Start bestimmt. Suit, whatever. Map, und dann gibt's da nichts. Cafeteria, wie Cafeteria? Ich bin in der Cafeteria. Mit dem Knopf kann man noch nichts machen, oder? Wie kann ich rollen, würde ich jetzt mal gerne wissen, weil ich glaube, das kann die normalerweise. Oh, ich bin zu schlecht, ich merke das doch schon. Wahrscheinlich werde ich schon ausgelacht. Oh nein! Oh, man muss sich da einfach nur aufstellen und nach unten drücken. Ah, ah, ich glaub's nicht. Mhm. Okay, ich kann's verstehen. Ihr dürft ruhig lachen. Ist kein Ding. Macht ruhig. Das Gegner? Nee, sind nicht. Okay. Ist das Morphing Ball? Dö, christliche Musik. Okay. Was soll uns diese Musik jetzt deuten? Jetzt sind wir stark, oder wie? Kann ich mich jetzt hier irgendwo durchrollen, oder so? Die. Ich hab gesagt, die. Wie kann ich mich rollen? Me wants to wissen. Moment, kann ich hier... Vielleicht jetzt was bei Samus aus Morphing Ball... Was... bedeutet das... Ich verstehe es nicht.
Ja, Leute, das ist jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, wie man sich hier rollt. Nein, nix. Hör auf. Ich möchte nicht speichern. Hat das irgendwas mit dem Auge zu tun hier oder was? Das Auge muss ja auch irgendwas bedeuten oder so. Hallo, hallo. Boah, ich merke doch jetzt schon, dass es keine kluge Idee war, das zu let's playen. Kann ich mich nicht? Nee. Passiert denken sich zwei hintereinander runter zurück. Komm ich da vielleicht einfach hoch? Moment, ich glaube, ich komme da hoch. Ne, ich komme da gerade so nicht hoch eben. Moment. Nein, später springen sollst du. Später. Ja, und dann springt er nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Doppelsprung haben wir auch nicht, oder so? Wenn ich nach oben drücke und springe, dann ist es auch nicht höher. Wenn ich nach unten schieße, vielleicht beim Springen, dass ich dann noch hochgeschossen werde, sozusagen. Ich habe quasi keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was los? Tut mir leid, Leute, aber ich habe keinen Plan hier gerade. Gibt es hier irgendwo einen Geheimgang? Anscheinend nicht. Und auch mir sagen, wie viel Uhr es ist oder so. Nee. Okay, Leute, da werde ich kurz nachgucken müssen. Es tut mir leid. Bis gleich. So, Leute, mir ist aufgefallen, ich habe den Mothball abgelegt. Das war schon mal dumm. Und dann das Dumme, man muss einfach nur runter und dann den linken Knopf drücken, mit dem man sonst gar nichts machen kann. Ha. Toll, ich bin halt auch ein bisschen behindert, sag ich mal. So. Aber kein Problem, nach diesem bisschen rumfailen und rumdoof sein und allem Mögliche. Ich möchte hier direkt runter. Ach, egal, fick dich. So. War natürlich klar, dass ich ihn abge. Ne, Quatsch, man muss gar nicht nach. Moment, das möchte ich jetzt wissen. Aber man muss einfach zweimal nach unten drücken, alles klar. Gut, Bounce. Boah, ich werde sowieso unter 100 Parts hier nicht wegkommen. Was ist das jetzt hier? Select, presse, okay. Ah, nee, Moment, hier möchte ich lieber so durch. Kann es sein, dass ich jetzt durch diese rosanen Türen durchkomme? Wäre voll die epische Idee von den Spielmachern. Das wäre wirklich voll episch so. Bounce, 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 komm, go. Go. Ich habe gesagt, go. Mein lieber Freund. Ach so, die wachsen nach, okay. Aber toll, man muss fünfmal dagegen knallen. Was so. Was zum Teufel? Was ist los? Beim Highspeed. Ja, was bist du denn jetzt für ein. Was wollen die Augen? Wenn mich jetzt irgendwie kaputt machen. Jetzt habe ich wieder welche, die ich. Ich habe eben welche benutzt, jetzt habe ich wieder welche. Das bringt doch gar nichts. Oder habe ich jetzt mehrere als fünf? Hä? I don't understand really much about this fucking shit. But it's okay, Leute. Alles ist klar noch, denn ich muss mich ja erstmal reinfinden in dieses Spiel und dann komme ich schon hinter alle Ideen, die so eingebaut werden in solchem Spiel. Gut, fahren wir wieder auf dieser Chipsette nach oben. Ist ja alles Klärchen-Pupärchen. Und nu, was los? Bams. Knallen wir ab, so. Was? Boah, lol, jetzt machen die uns hier Gegner. Ach so, okay, die sammle ich ein. Das ist schön, dass wir jetzt hier so Munition von Gegnern bekommen. Das heißt, man könnte hier sozusagen farmen. Ist das Energie? Lebensenergie? Boah, Lebensenergie tatsächlich. Boah, ist das Spiel toll. So, schon wird's viel schöner in meiner grauen Welt. So. Du gibst uns gar nichts, du bist ja ekelhaft. So. Oh, jetzt fängt so eine dramatische Musik an und jetzt geht's ja richtig. Wow, wie rund geht denn das jetzt hier? So rund wie mein Biolehrer. Oh. Ich guck zufälligerweise meine Let's Plays und dann sagt er, hey, ich bin noch nicht rund.
So. Das ist gut. Okay, das ist jetzt hier blöd, wenn man runterfällt. Befürchte ich fast. Und ich befürchte auch fast, dass ich immer die Energie einsammeln sollte, die die hier verlieren. Toll, das war jetzt doch eher blöd. Naja, passt schon. So, hoch. Zack. Zack. Zack, mein Lieber, du fliegst hier hoch. Autsch. Okay. Kein Problem. Ach, ich duck mich viel zu spät. Ah, Moment, das habe ich jetzt ein. So. 20 heilt das, aber man verliert ja schon so viel, wenn man einmal getroffen. Autsch. Autsch wegen einfach nur so blöd, weil man jetzt wieder hoch muss. So, sammle ich jetzt ein. Ach, geh weg. War mir doch klar, dass ich diesen behinderten Weg hier wieder nach oben klettern muss, mühselig. Verpiss dich. Scheiß Junge. So, und jetzt können wir hier wieder durch. Oh, oh schön. Oh, das ist eine schöne Sache. Finde ich echt, finde ich geil. Finde ich toll. So. Euch können wir. Ah, euch können wir auch auseinanderfetzen. Okay. Aua. Komm. Hoch. Zack, Samus, du kannst das. Los. Da waren wir auch schon drin, aber da hatten wir diesen Morphball noch nicht. New. Wow, kann ich jetzt. Komisch. Sehr komisch. So, da bin ich wieder. Ich habe eben nicht weiter kommentiert, weil da kam jemand rein und so. Und dann habe ich erstmal geguckt und was auch immer. Da gehe ich jetzt rein. So eiskalt wie so ein Gangster. So. Was gibt's hier? Gibt's hier jetzt schön kuscheln mit einem Teddy? Was? Ah! Ah! Ach so! Okay. Schön. Save completely do. Okay. Gut. Dann haben wir den Save completely do. Da könnte ich jetzt ja eigentlich den Part perfekt beenden, aber wie ihr da seht an der Länge, das Video geht noch ein bisschen. Und dich können wir nicht töten. Ach so. Auch interessant. So. Bounce. Oh, voll getroffen. Das gibt's ja gar nicht. Ui. Nein! Doch. Gut. Meinetwegen. Komm, rollen wir uns hier mal so schön. Bounce. So. Was gibt's jetzt hier Sportliches wieder? Fliegen. Fliegen sind nicht gut. Oder Vampirfliedermäuse, was weiß ich. Bounce, 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 bounce. Warum machen wir das fünf Schlüssel braucht, diese komische Tür? Understand, what's that? Bomb. Set it. X button. Okay. Wie jetzt? Was? Nein, Junge? Ja, was willst du jetzt? Oh, Endgegner? Oh. Oh, du Schlingel, du. Hör auf, mich zu bekämpfen. Boah, Bastard. Wichser. Hör auf. Wir haben gespeichert, Leute. Das ist kein Ding. Wir haben gespeichert. Aua. Was? Willst du mich jetzt auch noch ankotzen hier, oder was soll das? Aua. Oh. Oh, ich glaube, da ist schon irgendwas explodiert gerade eben. In den Raketen können wir, glaube ich, mehr abzocken, aber ich habe jetzt noch 5 Raketen. Das reicht genau, um eine Tür noch aufzumachen. Deswegen möchte ich die jetzt nicht. Geh weg. Pisser. Von denen getroffen werden ist eigentlich ärgerlich. What the fuck? Junge, geh weg. Oh. Oh, wir hatten noch 3 Energie, Leute. War das knapp? Okay. Oh, ja, ist ja nicht viel Energie oder sowas. So, was ist jetzt mit der Bombe, mit dem Quatsch? Muss ich das jetzt ausrüsten, oder wie? Ja, Bombe... Nee, ist ausgerüstet, okay. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Moment. Ah, wir müssen... Okay. Ich hoffe, wir haben unbegrenzte Anzahl an Bomben. Aber ich würde erstmal sagen, im nächsten Part geht es dann hier weiter mit Super Metroid. Bis dahin, ciao.